Wir zählen gerade eben. Und es ändert jetzt nichts daran, bitte, wenn ihr schimpft. Es ist so, dass wenn kein Platz mehr vor der Bühne frei ist, weil es einfach zu viele Menschen sind, was macht ihr dann? Es wird bestätigt, jetzt warten wir. Jungs, es bringt jetzt nichts, wenn ihr mich schimpft. Ich stehe hier seit einer Stunde und helfe euch bis seit 3 Uhr. Ich stehe nicht drin, ich habe keinen Überblick, ich bin hier draußen bei euch. Es tut mir leid, aber wir müssen halt schauen, wie viele Tickets wir haben. Wie viel noch reinkommen. Und dann, dass man heute was sieht. Ja, Mann, ey, du bist ja eh nur hier, ey. Peinlich! Du hast ja recht, aber schau mal her, das ist ja, es ist ja so, wir sehen ja auch erst, je mehr sich der Auditorium füllt, umso eher haben wir ja auch einen Überblick zu sehen, wer kommt noch rein. Vorher hat es ja wirklich geheißen, wir kommen alle noch rein. Das war auch mein Wissensstand. Und jetzt haben wir gerade einen Überblick. Machen wir es doch anders. Freunde, ganz kurz. Ich wäre bereit, ganz ehrlich, ich führe gerne die Zeltfraktion an. Ich persönlich gehe gerne rüber, weil mir wäre es drüben lieber, wo ich alles mitbekomme, als jetzt im Audidom hinter der Bühne zu sitzen. Das würde ich persönlich jetzt als Bayern-Mitglied 2018 nicht wollen. Also ich gehe, ruft ja eh nichts, jetzt warten wir mal ab, ich bekomme gleich offiziell Bescheid. Ich gehe gerne dann rüber ins Zelt mit euch. Wir müssen schauen. Das sind alles Menschen hier, die das natürlich, wie schaut's aus? Also, passt auf. Es ist jetzt eure Entscheidung. Der FC Bayern hat gesagt, drinnen ist jetzt wirklich schon Land unter. Es gibt noch Plätze, aber hinter der Bühne. Drüben das Zelt, Leinwand, es gibt Essen, es gibt Trinken, es ist warm. Man sieht alles, sind de facto die besseren Plätze als jetzt noch im Auditorium drin. Ist das so richtig? Wie schaut's aus? Können wir irgendwas machen, dass dann von je nachdem, was da drin passiert, dass man dann auch den Menschen im Zelt und Besuch aufstartet? Wollen wir das bitte, ihr wisst, von wem ich rede? Es wäre schön, da werde ich dann auch nochmal reden. Also, Freunde, es hilft nichts, bitte schimpft's nicht. Innen drin ist es jetzt knacke voll. Wir haben das Zelt extra deswegen aufgebaut. Im letzten Jahr, kann ich mich erinnern, waren wir Korne 3000. Jetzt haben wir über 6000. Es hilft nichts, es tut uns leid. Also bitteschön, wenn ihr ins Zelt rübergehen wollt, ich komme mit euch mit. Wie mach's? Hilft ihr nichts? Ich bin der Überbringer der schlechten Nachricht, wie es immer so schön heißt, oder? Wobei es so schlecht ist gar nicht da. Vorne hat immer die berühmte Karte. Meine Güte. Also glaubt's mir's, wirklich, liebe Bayern, ihr seht drüben im Zelt jetzt besser und mehr, viel mehr als im Audito. Einlass für alle! Sonst gibt's Krawalle! Hey, ich will ja weg!